Hallo Leute, hier findet das Wacken Worldwide statt, das größte virtuelle Festival aller Zeiten und ich stehe hier mitten auf unserer Mixed Reality Bühne. Zugegeben, nach Wacken sieht es jetzt noch nicht wirklich aus, aber das kann sich ganz schnell ändern und zwar so. Ja, und damit ihr und vor allem auch ich mal versteht, wie das Ganze hier funktioniert, haben wir mal den Raphael dazu geholt, der hier der technische Leiter ist und das mal erklären wird. Raphael, wie groß ist denn jetzt hier die ganze Bühne, auf der wir gerade stehen und wie viele LEDs gibt es hier eigentlich? Also diese Größe mussten wir überhaupt mal quasi erfinden und zum ersten Mal realisieren, weil wir viel Platz für die Bands brauchen. Ne? Also zum allerersten Mal gibt es in so einem Studio eine Band mit 4, 5, 6, 7 Musikern. Allein so ein Drumriser und so ein Schlagzeug hatten wir ganz gerne, irgendwie 6 bis 8 Quadratmeter nur für sich. Dann hast du Gitarrist, du hast Bassist, du hast natürlich den Leadsänger, die wollen sich alle ein bisschen bewegen können. Die kannst du nicht in so ein kleines 10 Quadratmeter Studio färchen, die brauchen einfach Platz. Und deswegen haben wir das Ganze mal ein bisschen größer gebaut. Und die Grundfläche der Bühne, auf der wir stehen, ist ca. 80 Quadratmeter, 10 Meter breit, 8 Meter tief. Die Rückwand, die wir sehen hier, die große LED-Wand, ist 10,50 Meter breit und 5 Meter hoch. Das sind über 10 Millionen Pixel auf der Rückwand alleine. Der Boden hat ein bisschen weniger, die Auflösung ist ein bisschen gröber, braucht auch nicht so viel Auflösung, weil der nicht so auf dem Bild ist. Aber grundsätzlich ist das eine Weltneuheit. Das hat noch keiner in der Größe so gebaut, wie wir es jetzt für diese Veranstaltung gemacht haben. Jetzt sieht man hier super viele Kameras. Wie funktioniert das Ganze? Also wofür dient welche Kamera genau? Wir haben tatsächlich leider nicht so viele Kameras, wie man in der Regel bei einem echten Festival hätte oder bei einer anderen Produktion. Wir haben versucht, so viele Kameras wie möglich hier einzubringen, aber die LED-Wand im Hintergrund und der LED-Boden auf dem Boden, auf dem wir stehen, das ist die Basis unseres XR-Studios. Ne? Wir machen hier Mixed Reality, also wir verschmelzen Virtual Reality mit einem realen Set. Das heißt, die Künstler stehen in einem Teil der Welt, die nachher computergeneriert in einer 3D-Echtzeit-Engine zusammengebaut wird. Dafür musst du Kameras tracken. Das heißt, der Hintergrund, alles was du siehst, bewegt sich eigentlich permanent mit. Die Bühne bewegt sich um die Musiker drumherum, wenn die Kamera sich bewegt. Somit haben wir zwei Kameras, die komplett getrackt sind, zwei Kräne, die wir wild im Set bewegen können, die der Regisseur auf die Bühne fahren lassen kann, weit wegfliegen lassen kann, so ein klassisches Konzertfeeling damit erzeugen kann. Plus noch zwei separate Kameras, die Großaufnahmen der Künstler zeigen. Ich will die Schweißperlen logischerweise auch bei dem Leadsänger sehen. Ich will den Gitarristen in seinem Solo sehen, wenn er seine Finger spielen lässt. Dafür brauchen wir noch mehr Kameras, die das Ganze dann noch im Close-Up aufzeichnen. Wir können Pyro nutzen, wir können Feuer nutzen, wir können Nebel nutzen und all das komplett ohne Keying, was uns ein viel realistisches und optisch realeres Kamerabild zur Verfügung gibt, ne? Weil du eben nicht diese Key-Effekte, die man sonst aus dem Fernsehen kennt, hast. Was vielleicht ganz gut dazu passt, so ein bisschen, wer früher mal Raumschiff Enterprise geschaut hat, es gab das berühmte Holodeck. Wir machen fast nichts anderes. Du siehst eine komplett schwarze LED-Wand und sobald wir einen Knopf drücken und diese Computerwelt generieren, bist du plötzlich inmitten dieser Szenerie und bist mitten auf dem Holodeck quasi. Die haben das vor vielen Jahren erfunden, wir bauen es jetzt zum ersten Mal real. Also Leute, ihr seht schon, es ist super aufwendig, was hier alles passiert und vor allen Dingen, was technisch aufgefahren wird, um das möglich zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall, die ganzen Bands hier auf der Bühne zu sehen. Roger, 1202, we copy it. 700 feet, 21 down, 33 degrees.